Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier bei Grandia. Wir befinden uns hier im Dorf Dite Village. Eigentlich ist ja Village Dorf. Naja. Was soll's. So, wir sind angekommen, haben hier sogar noch ein, ja, ich weiß nicht, hat der italienische, so die italienische Aussprache. Könnte so ähnlich sein. Und zwar hier Guido. Weil jede Mensch hatte zu Spiele eine Rolle in seinem Leben. Ich denke mal, das ist so italienische Art. Ich denke mal, passt irgendwie auch besser zu Guido. Zum Namen allein. So, schauen wir uns ein bisschen nochmal um. Ich möchte nochmal zum Waffenladen. Wir haben ja noch zwei Mana-Eier. Der Waffenladen war hier. Nein. Nein. Hier? Nein. Hier wollte ich nicht hin. Ich wollte einfach erstmal die Stadt, wollte ich sagen, das Dorf erkunden. Dorf Deit. Ich will doch gar nicht rein. Man kann sich doch so aus den ganzen Häusern nichts holen. Schade. Warte mal, das müsste der sein, ne? Nein. Wo haben wir denn jetzt unseren Waffenhändler? Da ist 4. Also Dorfälteste wieder. Ah ne, die Praxis. Aus 5. Bin ich jetzt ganz bescheuert. Der war doch in der Nähe. Oder war der doch vorne? Wahrscheinlich nehmen wir den einfach mal, ne? Ja. Der war vorne. Ich habe euch ja noch nie gesehen. Ja. Kein Wunder. So. Zauber. Genau. Da. Wasser, Erde ergibt Wald. Momentan hat er noch nichts bekommen. So. Wir haben 2 Mana-Eier. Scheint wohl, dass jeder das Gleiche lernen kann. Was machen wir denn jetzt? Feuerdonner. Ich würde sagen, wir geben Wind an Fina ab, dann hat sie Donner. Wind, Wasser, Eis, ja. Dann hat sie sogar Explosion, Erde, Feuer und Feuer, Wind, Donner. So, dann müsste eigentlich Sue noch Wald bekommen. Dann hat sie Sturm und Wald. Dann hatten wir eigentlich, hätte jeder, ja. Dann hätte jeder von, hätten wir alles jetzt ab. Ja, ja, wie heißt das hier gleich? Alles. Hätten wir alles. So. Ich bin gerade überlegen. Ich denke mal, Sue werde ich oder so mehr auf Zauber gehen wollen. Was ist denn jetzt am besten? Wir könnten Feuer geben. Aber ich denke mal, ich gebe ihr Erde. Ja.
Achso, ich wollte schon sagen, hey, was ist denn jetzt los? Wieso kann ich hier nichts drücken? Wasser. Also wir haben... Sie hat jetzt schon Sturm. Wenn wir sie jetzt noch mit Erde zu pumpen, dann, wenn ich Glück habe, hat sie irgendwann auch Wald. Aber ja, kann so oder so alles erlernen. Also ist das von daher eh egal, wenn ich alles auf einmal mache. Ich kann ja jetzt auch Wasser Fina geben, dann hat sie alles. Dann ist sie unsere Zauberin momentan. Aber ich würde sagen, wir geben jetzt erstmal zu Erde. So. Ja, genau. So machen wir das jetzt. Dann schauen wir mal in der Rüstung. Ja, wir haben eigentlich ganz... Wir haben ganz, ordentlich Geld. So, kaufen. Bringt jeden was. Bringt auch jeden was. Da sinkt immer irgendwas bei diesen... Stiefeln. So, wir holen einmal Fischbrust oder Fischrust für Sue. Handeln. So. Dann die Schrellrüstung. Handeln. Dann jeder kriegt ein Schild. So. Jeder kriegt ein neues Kopfteil. So. Und wir werden jetzt mal auf Verteidigung gehen. Jeder kriegt mal neue Stiefel. So. Fertig. Waffen. Kaufen. Feuerstab. Mein Gott, was ist los? Moment, ich trinke mal eben was. Ich weiß auch nicht, was gerade los ist. Wieso kann der einen Stab? Mhm. Eigenschaft Feuer. Bogen mit Fisch. Peitsche. Gucken wir uns das mal an. 45, ja. Gut, sie hat eine gute Peitschen. Peitschenangriff, ne? Ja, warum denn nicht? So, dann würden wir... Trimme ich sie jetzt auf Bogen. Oder 61. Ist das... Hat dasselbe Ergebnis. 61. Dann gebe ich zu den Feuerstab. Und ihm gebe ich... 107, Technik geht runter. Gebe ich ihm einfach mal das Schwert, damit wir mal seine Schwerterfähigkeit mal erweitern. Zwar ist die Axt jetzt stärker, dafür geht die Technik aber noch weiter runter. Das will ich jetzt nicht so ganz. Oh, ja, das war knapp. So, aber... Das heißt, wir sind jetzt ganz... Ja, ganz okay ausgerüstet. Würde ich mal so sagen. Haben wir irgendwas, was wir noch verkaufen könnten? Sieht nicht danach aus. Obwohl Heilkräuter könnte man verkaufen. Könnte man. Zur Not behalte ich die aber noch. Habe ich nicht gerade irgendwas gesagt? Zur Not behalte ich irgendwas und dann
Schmeiße ich gerade was weg, ich hab's gerade nicht gesehen. Kann man einen Rückkauf machen? Rückkauf. Nein, es gibt keinen Rückkauf. Nein. Ist das euer Ernst? Was haben wir denn hier so? Kaufen. Schutz. Gegen Plage. Angriffsstufe erhöht. Ach, Tech ist Bewegung. Für mehrere Freunde. Naja, wir haben eh kein Geld. So, Status. Was haben wir denn hier? Wir haben Schwerterstufe 9. Zauber haben wir Wasserstufe 2 und Stufe 3. Sie hat Bogenstufe 7, hat Erdestufe 1, natürlich Wasser 3 und Wind 6. So, hier haben wir Peitsche Stufe 17, Feuer 8, Windnummer nur 1 und Erde 3. Okay. Da ist wieder jede Menge aufzuholen. So, wir könnten jetzt eigentlich mit denen reden, aber in diesem Spiel ist es ja nicht so wichtig, finde ich. Kostet auch noch zu viel Zeit. Wir gehen direkt erstmal zum Ältesten. Vielleicht kriegen wir ja Gatwin kontinuierlich in unser Team. Senior, hier wird es großen Ärger geben, wenn es anfängt zu regnen. Du hast recht, Gatwin. Aber wird es wirklich regnen? Kann ich nicht genau sagen, aber wenn ich mir diese Wolken ansehe, läuft es mir kalt den Rücken runter. Oh, du bist es. Sorry, ich unterhalte mich gerade. Es ist ziemlich dringend. Warte da drüben auf mich. Ich komme nach meinem Gespräch mit dem Senior. Ach so. Wer bist du? Ich bin der Dorfsenior. Brauchst du irgendwas? Entschuldige uns, wir haben etwas Wichtiges zu besprechen. Kommst du bitte später wieder? Ah, okay. Wir müssen was anderes machen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal zu Dr. Alma. Vielleicht bringt das ja eher was in der Story. Wo haben wir sie denn jetzt? Das haben wir diesen komischen Fischkopf, ne? Hier. Dr. Almas Praxis, genau. Oh, du bist es. Kommst du mich besuchen? Ich bin gerade mit einem Patienten fertig. Ich glaube, der Typhoon-Turm ist für diese Krankheit verantwortlich. Ich sehe viele Patienten und mein Verdacht wird jeden Tag stärker. Ich glaube, dass ich richtig liege. Später wird es hier sogar noch voller werden. Ihr Leute sorgt bitte dafür, genügend Erholung zu bekommen. Ach so. Dann habe ich jetzt auch noch keine Ahnung mehr. Was muss ich jetzt tun? Mein Rücken. Dr. Alma hat gerade erst behandelt. Bist du in Ordnung, Opa? Alles in Ordnung, Kleiner. Okay. Wir können ja ein paar ansprechen hier. Wer glaubst du, wer ich bin? Ich bin die Legende Held Dat. Der bin ich. Echt? Warte mal, Moment. Hä? Was machst du? Merkwürdig. Was für ein seltsames Gesicht. Renn besser weg. Hör auf, es war umgezogen. Warum mag ich keine Kinder? Ah ja. Was ist das denn hier? Ein Haus 5. Ist hier hinten irgendwas Spezielles? Na, irgendwas hier. Ah, seht ihr? Hey, ich kann das Spiel ein bisschen auswechseln mit der Grafik. Okay.
kann jetzt hier rumrennen und mit Leuten reden. Ich muss aber noch einen Sinn geben. Alter Dorfälteste. Kann man da rein? Nö. Ich verstehe gerade nur Bahnhof, um ehrlich zu sein. Warte da draußen. Muss ich doch mit einigen Leuten hier reden, oder wie? Südöstlich von hier ist ein Altarhügel. Ein alter Hügel. Man sagt, die Landschaft dort ist geheimnisvoll. Sie erscheint nur denen, die von den Geistern beschützt werden. Meine Großmutter sagt, das ist die Landschaft der Geistreichen. In letzter Zeit fangen wir kaum Fische und die wir fangen, sind nur Haut und Knochen. Kaum Fleisch. Niemals in der Geschichte des Dorfdeits. Ja, keine Ahnung, was hier los ist. Früher haben wir das Flugdrachenvolk in Segen der Geister besessen. Niemals hatte jemand Hunger. Aber seitdem der Taifunturm der Regen fällt, haben die Fischer nicht viele gefangen, wenn überhaupt. Ah, die sind momentan in Fischfangnot, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, die sind wahrscheinlich in Fischfangnot. Oh, Geister des Wassers, lasst uns auf diesen Angelausflug den richtigen Fisch fangen. Igitt, zauberhafte Geister, sieht mir nicht so aus. Sag mal, was seid ihr? Im Moment seht ihr ziemlich aus wie Menschen. Wir sind Menschen. So, das wollte ich mir ja auch nochmal genauer anschauen. Aber okay, bringt nichts. Was war das hier nochmal? Ein Drachen ist. Ach so, schau's dir an. Was ist das? Toll. Das war's. Ah ja. Ich glaube, da sollte mein Drachennest eigentlich sein, aber da ist keins mehr. Versteckt sich hier so? Der Felsen ist so komisch, der so komisch aussieht, heißt Walfelsen. Ich kenne da eine traurige Geschichte. Willst du sie hören? Ja, komm. Okay, hier ist eine traurige Geschichte für dich. Vor langer Zeit als Himmel und Meer. Jetzt muss ich auch noch gehen. Noch vereint waren, schwamm irgendwie ein Walbaby in den Himmel. Die Götter bemerkten, wie blau der Himmel verdeiht war. Darum zogen sie Himmel und Meer auseinander. Für das ausgesetzte Walbaby war es zu spät. Es wurde zu einem Stern. Die Mutter des Walbabys verzweifelt über ihr verlorenes Baby. Ihr Baby, das so weit weggeführt wurde. Sie kam an diesen Strand und versuchte mit aller Macht näher an ihr armes verlorenes Baby zu kommen. Sie weinte und weinte. Am Ende war ihr Trauer so tief, dass sie sich in diesen Walfelsen verwandelte. Ah ja, Walbabys verwandeln sich in Sterne und Walmütter verwandeln sich in Steine. Aber was ist das denn hier für ein komischer Dorf? Ach, jeden Tag, Tag für Tag fangen wir immer weniger Fische. Das muss an den verschmutzten Wasser liegen. Wir geben unser Bestes, Fische zu fangen, aber es reicht kaum für uns alleine zum Essen. Oh, was sollen wir nur tun? Das Wasser ist verschmutzt? Es sieht nicht schmutzig aus oder so. Ich habe keine Ahnung. Reden wir mal mit Leuten vorne.
Ihr seid Gavins Freunde. Es ist sehr ungewöhnlich, unter Gavins Freunden Mädchen zu sehen. Ole Gavin hat immer nur seinen Training im Kopf. Er interessiert sich nicht sehr für Freundinnen. Gavin hält uns für uns unschätzbare, wertvolle Frauen. Ich habe euch noch nie gesehen. Ah, ihr seid die Kinder, die Gavin im Tal des Flugdrachens gefangen hat. Gefangen? Das haben sie aber falsch verstanden. Nun, scheint so, als könnten wir Deid vergessen. Alle sind so fertig, als wenn sie schon gestorben sind. Ah ja. Und du sagst bestimmt... Ach so. So, du bist also mit Gavin hier. Man sagt, ihr seid zusammengekommen. Ja, das ist wahr. Warum? Stimmt irgendwas nicht? Nein, ich habe mich nur gerade gewundert. Sehr ungewöhnlich für Gavin, Begleitung zu haben. Er trainiert normalerweise alleine, würde ich so sagen.